Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Sano Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde EA FC 24. Mittlerweile gibt es ja den FC 25, der kam glaube ich gestern raus für euch oder sogar vor 2 Tagen, ich weiß nicht. Ich glaube am 21. oder am 20. kam der. Irgendwie so. Ja, allerdings kann ich den nicht zocken. Ich habe nämlich aktuell das Geld nicht dafür. Also ich habe das Geld dafür, aber ich will das Geld für was anderes, sag ich mal, haben. Und deswegen spielen wir einfach FC 24 weiter. Außerdem habe ich gar keinen Bock, meinen Speicherstand wieder zu verlieren. So, wir spielen eine Partie. Ja, jetzt habe ich gar nicht gesehen, gegen wen wir spielen. Aber was mir gerade auffällt, ich habe den Kommentator an. Ich glaube, die Kommentatoren haben sich auch im Dingsbums hier geändert, ne? Also in FC 25. Ich glaube, da gibt es auch andere Kommentatoren. Aber wurde auch mal Zeit, muss ich ehrlich sagen. Also, es war die ganze Zeit immer nur Frank Buschmann und der andere Dude. Ich habe allerdings seinen Namen vergessen. Boah, ich habe ihm die Beine weggezogen. Ich habe mir auch überlegt, dann eventuell auch mal Nintendo-Spiele zu spielen. Da muss ich mir halt einfach nur eine Capture-Card holen. Weil sonst kann ich die halt schlecht spielen. Wisst ihr, was ich meine? Mann. Irgendwie habe ich hier gerade ein bisschen Stress. Da hat sich einer gerade aufs Maul gelegt. Ah, jetzt aber endlich mal, oder? Ah, jetzt gibt's mal keine Ecke. Stark. Kann sich hier auch schon mal diese Roten gar nicht unterscheiden, ne? Der ist einer von uns. Der da auch. Oh, jetzt sind wir durch. Bam, Alter. Rein in das Tor. Und wir haben 1:0. Let's go. Ich weiß immer noch nicht, gegen wen wir spielen. Das müssten wir jetzt eigentlich gleich sehen. Ah, gegen Manchester United spielen wir. Ah. Was? Und noch eine Runde. Scheiße. Na gut. Egal, macht nichts. So. Er hat gerade geschossen. Das wollte ich nicht, aber okay. Okay, wir haben ihn. Ja, wir haben Abstoß, würde ich mal sagen. Oder wo soll ich denn hier hin, wenn die alle mich merken? Oh, bitte nicht dahin. Jo. Für uns ist Einwurf. Warum schießt der nicht, Junge? Ich habe doch auf X gedrückt. Ich komme gerade nicht durch, das ist ein bisschen das Problem. Ja, schade. Ja, jetzt pfeift er ab.
Ja, egal, passt schon. Also ein Tor sind wir im Vorderstand. Ja. Gut, gehalten ist gehalten, ne? Okay. Boah, Mann. Was, Alter? Let's go. 2-0. Na, und er wird direkt ausgewechselt, Alter. Diesmal nicht. Oh, Mist. Ah, sorry, war nicht so gemeint. Ja, 11 Meter. Let's go. 11 Meter für mich. Oh. Ja, Mann, let's go. 3-0. 3-0. Oder was macht er eigentlich so? Hat einfach genau die Haardingens wie ich. Meine Haare sehen auch immer so aus. Ja, nicht ganz so, aber schon auch zum Teil. Warum haben die denn jetzt? Ja, ins Nichts, ne? Hier 0. Let's go. Junge, jetzt kommt ein Tor aber reingeschallert. Ah, 3 Minuten Nachspielzeit. Warum denn so lange? Au. Ja, genau, im Angriff pfeift der ab. Wir haben eh gewonnen. Ist ja immer dahingestellt. Ja. Nee, kein Interview. Die immer mit ihrem Interview. Ich mache keine Interviews. Okay.
Ha. Nationaltrainer, wir würden gerne wissen, ob sie Interesse und Zeit hätten, die Nationalmannschaft von Italien zu übernehmen. Im Anhang finden Sie die Einzahl zu dieser Offerte. Bitte teilen Sie uns Ihre Entscheidung mit. Wir hoffen, Sie bald an Bord begrüßt zu dürfen. Junge, was? Einfach Italien. Würde ich machen. Ich bin in letzter Zeit sehr gut in Form und fühle mich wohl. Ich hoffe daher, dass ich gegen die Frau vor uns liegen, wie ich hier gespielt bin. Das war fantastisch, Boss. Was für ein Erlebnis. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass ich zeigen durfte, wie wichtig ich für diese Mannschaft sein kann. Du kannst hier wirklich eine Zukunft haben. Ja, also nennt mich ab heute den Trainer von Italien. Ne? Wie viel kriegen wir? Gar nichts. Hä? Von Erfolg in den nächsten 12 Monaten. Ja, komm rein da. Angebot annehmen. Let's go. Wir sind der Trainer von Italien. Let's go. So, mal, ich will jetzt mal kurz gucken, ob das jetzt hier steht. Noch steht es hier nicht. Okay, für eins. Ah, doch, hier sei ja ein Nationaltrainer-Angebot an. Fans jubeln, sei ja wie die Italien-Nationaltrainer. Italien hat in Saya scheinbar seinen neuen Heilsbringer erkannt. Jedenfalls wurde der Mann dieses Jahr zum Nationaltrainer gemacht. Dies ist wirklich eine große Ehre für mich, sagte der neue Trainer. Ja. Okay, Leute. Ich würde aber auch sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, also euer Sender. Ciao, ciao.